Hey Leute, euer Johnson89 mal wieder hier. Ich mache mal wieder ein kleines Video für euch, weil ich Anfragen bekommen habe. Und heute geht es um etwas wunderschönes, wie eigentlich fast immer. Ich habe mir einen G-Lite 3 von Essex besorgt und finde den so geil, dass ich auch mal wieder ein Video drüber mache. Außerdem haben mich einige noch gefragt, ob man ein Video machen kann. Ich habe auch geguckt, es gibt kein einziges deutsches Video zu dem Schuh, außer von der Soulbox, also Turnschuh TV. Die hatten den Schuh aber damals am 24.04.2015 gar nicht da, weil er noch so exklusiv war damals. Jetzt bekommt man den auch schon nicht mehr. Ist eigentlich ein bisschen blöd, mein Video kommt ein bisschen spät. Egal, ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal den Schuh. Das ist Schuh. Wer die G-Lite 3 nicht kennt, Markteinführung war 1991, falls das jemand interessiert. Da kam der raus, natürlich mit älterer Technik und so, ein bisschen andere Varianten. 2007 hatte er als Lifestyle-Sneaker sein Remake. Da kam der G-Lite 3 wieder sowas von. Und mittlerweile gibt es den dann wirklich in allen Varianten, irgendwelche Designer-Kollektionen, hier jetzt zum Beispiel Lasercut oder auch die ganz normalen mit 5 Leder und so. Richtig, richtig schön. Also die Technik ist auch geil, das sind so ultra bequeme Gel-Sohlen, also so ein Gel-Schaum unten. Voll geil. Bei dem Schuh, beim G-Lite 3 ist es ganz cool, die haben eine Split-Tongue, also eine gespaltene Zunge, wenn man das hier sieht. Man sieht es aber auch auf den Fotos. Das ist der Schuh auch mal von der Nähe. Ich habe mir die eigentlich, war ich auf der Suche nach Schuhen in der Farbe, weil ich eine Tasche in der Farbe habe. Und meine Dockers, also das sind ja so die typischen Winter Dockers Timberland Farben, wobei das die Sommerfarbe war, hatten genau die Farbe, auch gleiches Leder, also das Nubuck Leder. Und ich habe unbedingt Schuhe gebraucht und da habe ich die gesehen. Gab noch 3 Varianten, auch die G-Lite 4 gab es da noch, auch voll geil, G-Lite 5, da komme ich auf 4. Und ich habe aber dann eben G-Lite 3 genommen, fand ich wirklich schön. Was an dem so besonders ist, ich zeige euch das mal von der Nähe. Wer die G-Lite 3 kennt, weiß, dass das alles aufgenähte Sachen eigentlich sind, sogar hier sind ausgeschnittene Teile. Das ist aber der Lasercut. Alles, was ihr hier seht an Löchern und Muster, ist mit einem Laser reingebrannt oder reingeschnitten. Also hier das Muster zum Beispiel ist komplett ausgeschnitten. Diese Teile sind eigentlich umnäht. Das sind 2 Lederschichten oder eine Lederschicht, eine Stoffschicht drunter. Und das sind eigentlich auch alles Nähte. Aber diesmal sind die gelasert. Und ich finde das voll geil. Hier hinten auch mit der Holzoptik. Das haben übrigens alle 3. Also es gab 3 Farben. Es gab Bordeaux, Tantan, also Camel, und Schwarz. Und die waren alle geil und hatten hinten dieses Gummiteil, also das an der Ferse, hat immer bei den 3 Holzoptik. Es gibt mittlerweile andere Lasercut, die haben ein feineres Muster vorne. Die gibt es auch in dunkelblau und in grün gab es die sogar und in beige, also so heller als das. Die sind eigentlich auch ganz cool. Ihr müsst nur gucken, ob ihr die online noch findet, weil den findet ihr nirgends mehr, außer bei 43,5 habe ich den gefunden. In 45,5, da kostet er glaube ich auch nur 90 Euro. Standardpreis für den Schuh ist 149, also 150. Die normalen G-Lite 3 liegen ja meistens bei 129. Aber der Schuh war sein Geld damals auf jeden Fall wert. Er passt super zu meiner Tasche, wo ich mega happy drüber bin. Sorry, immer noch husten. Ja, was gibt es sonst noch zu dem Schuh zu sagen? Er ist wirklich wahnsinnig bequem. Durch die Split-Tongue könnten die auch Leute mal anziehen, die so einen Bollerfuß haben, so einen richtig dicken Fuß. Die muss jetzt nicht unbedingt komplett zusammen sein. Es sieht natürlich besser aus, wenn sie komplett zusammen ist. Innen drin haben die noch, kann ich euch zeigen, eine Art Booster. Das ist nochmal so eine Extrasohle, die ist ein bisschen dicker, atmungsaktiv natürlich, ist halt saubequem, macht den Schuh extra nochmal bequem. Nicht, dass er nicht schon so bequem wäre, aber es ist einfach nochmal geiler. Von den Größen her muss ich sagen, die passen perfekt von meiner Größe her jetzt. Das ist 45, ich habe auch 45, bei Chucks 44,5, also 10,5 und das ist jetzt ein 11er.
quasi ein 45er. Passt perfekt, ist mega bequem. Ich denke, wenn der noch ein bisschen eingelaufen ist, ist er noch bequemer. Eingesprüht habe ich ihn natürlich schon mit Crab und hoffe, dass der heute das Wetter übersteht, weil ich gehe jetzt gleich noch in der Stadt mit dem Patrick. Und dann wollte ich die eigentlich anziehen. Ihr kennt mich, ich kann nie irgendwas kaufen und so und dann stehen lassen. Gibt es bei mir nicht. Sehr selten eigentlich. Also ich habe ein paar Sachen im Schrank, die ich noch nie anhatte. Aber egal. Was ich ganz lustig fand, vielleicht kennt ihr das. Wenn ihr Schuhe kauft, wenn ihr genauso schuhverrückt seid wie ich, ihr euch in so ein kleines Ding da verliebt und denkt, boah, dich werde ich bis ans Ende der Welt lieben. Der Verkäufer euch dann den Beleg in der Tüte drückt und sagt, ja, sie können die ja immer noch 2 Wochen umtauschen oder zurückbringen. Wer bringt denn Schuhe zurück? Wie grausam ist das denn? Man kann sich doch keine Schuhe aussuchen und die wieder zurückbringen. Wenn sie jetzt überhaupt nicht passen, könnte ich das verstehen. Aber wenn sie so schön sind wie die, kann ich das nicht verstehen. Auf gar keinen Fall. Ja, das ist auf jeden Fall G-Lite 3 Laser Cup in Tattern. Ich weiß nicht, so viel gibt es eigentlich gar nicht mehr dazu zu sagen. Soulbox hat den ja vorgestellt letztes Jahr. Wie gesagt, die hatten den Schuh nicht mal da, weil er leider so exklusiv war, dass die den noch nicht bekommen hatten. Den gibt es auch bei denen auch leider nicht mehr zu kaufen. Ich freue mich schon, wenn ich in Berlin bin. Dann werde ich auf jeden Fall in die Soulbox gehen. Hikmet besuchen. Vielleicht ziehe ich die dann auch an, weil er findet die auch ganz geil. Genauso wie Hauke. Der Mann von Edda, wenn der da, boah, der hat ja so viele geile G-Lite. Es ist einfach unglaublich schön, diese Schuhe zu haben. Und ich wollte die schon so lange haben, jetzt habe ich welche und dann noch so eine Special Edition quasi. Ja, ich hoffe, der Schuh gefällt euch. Falls ihr noch Fragen dazu habt, fragt mich gerne, schreibt mir in die Kommentare unten rein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder einen Daumen hoch freuen. Es gibt natürlich wieder einen oder zwei Leute, die es natürlich wieder kacke finden. Ist mir wurscht, ist meine Erfahrung, ist mein Schuh, ich liebe die und ich habe euch gezeigt, was ich kenne, was ich weiß. Mehr Details brauche ich euch nicht erzählen, weil euch interessiert nicht, wann Essex gegründet wurde und was weiß ich. Deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, tschüss.